Manche Dinge im Leben lassen dich nie mehr los. Psychologen sprechen dann von Traumata und so. Detlef war ein Verschickungskind. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Kinder chronische Erkrankungen und Mangelernährung. Damals wurden 8 Millionen Kinder ohne Eltern auf Kur geschickt. Und dort erfuhren sie grausame, seelische und körperliche Gewalt. Dank mutigen Menschen wie Detlef, Angelika und vielen mehr wird jetzt das Schweigen gebrochen. Es ist Zeit für eine seriöse und wissenschaftliche Aufarbeitung. Mein Name ist Detlef Lichtrauter, ich bin 59 Jahre alt und Musiklehrer. Ich bin ehemaliges Verschickungskind. Ich bin damals 1973 als 12-Jähriger in ein Verschickungsheim nach Bonn-Oberkassel, in das sogenannte Haus Bernward, verschickt worden. Habe da, das kann ich ohne Umschweife so sagen, die 6 schlimmsten Wochen meines Lebens erlebt. Nächsten Monat wird meine Tochter 5. Und wenn ich mir vorstelle, die Kinder, die das damals durchlebt hatten, die waren zum Teil auch 5, 6, 7 Jahre alt. Also da war für mich relativ schnell klar, dass da doch mehr erfolgen muss, als einfach nur mal eine Reportage im Fernsehen, dass sich damit auch ein Landtag auseinandersetzen sollte. Der bewegendste Moment in der letzten Woche war jedoch der, als ich per Mail eine wirklich überprüfbar und nachweisbare Tatsache zugespielt bekam, dass der ehemalige Leiter meines Kinderverschickungsheims offensichtlich pädophile Neigungen hatte. Das sagte mir neulich mal einer, der betroffen ist. Ich war damals 4, 5 Jahre alt, meinte er, aber ich war doch schon ein ganzer Mensch, so wie ich heute bin. Und habe das genauso erlebt. Und ich glaube, das wurde damals und vielleicht auch heute in vielen Situationen gar nicht so gesehen, dass auch ein Kind schon so ein kompletter Mensch ist mit allen diesen Gefühlen und dass das dem auch ganz stark zu Herzen geht. Ja, wir hatten damals die Situation, dass die Gesellschaft noch viel hierarchischer gegliedert war, als das heutzutage der Fall war. Und wenn so ein Arzt gesagt hat, das Kind wird jetzt verschickt, das kommt dahin, um es aufzupäppeln, dann war das Gesetz. Das wurde auch nicht großartig hinterfragt. Mitinsassen mussten Erbrochenes wieder aufessen. Wir wurden geschlagen, wenn wir nachts zu laut waren. Der Leiter dieses Hauses, Dr. Otto Müller, kam dann ins Zimmer, ließ sich von der Nachtschwester die Kinder zeigen, die erwischt wurden beim Rumtoben über den Flur. Und die wurden dann händisch von ihm auf den nackten Hintern massiv verprügelt. Also bei diesem Essen, also ich denke, kein Arzt würde empfehlen, dass man ein Kind da zum Essen zwingen muss. Also selbst die Ärzte, die recht hinterwäldlerische Meinungen hatten, damals hätten das sicher nicht empfohlen. Dieser Arzt hat uns dann zur Wahrung der Mittagsruhe über die Mittagszeit mit Sedativa gespritzt. Das heißt, er hat uns medizinisch komplett ruhig gestellt. Also ich denke, es spielt eine große Rolle, wie alt die Kinder waren, je jünger die waren. Ich denke, desto traumatischer haben natürlich solche erzieherischen Eingriffe wie dieser Essenszwang oder Toilettenverbote oder das Bloßstellen auch und die rohe Behandlung gewirkt. Also ich denke, ich mit meinen 10 Jahren, ich konnte ja zumindest diese 6 Wochen irgendwie überblicken. Ich hatte also... Die kamen mir auch lange vor, aber ich hatte eine Vorstellung, die sind irgendwann zu Ende. Während ein 3-4-jähriges Kind, was dann in so einer noch schlimmeren Situation steckt, natürlich da total ja, als ausweglos das erleben muss. Und man hat den Eindruck, aber das müsste die Aufklärung dann auch zeigen, dass da viele Geschäftsmodelle draus gemacht haben. Und insbesondere Altnazis, die ihr Verständnis von Erziehung, was eben auch gepaart war mit Gewalt und mit Demütigung, zu einem Geschäftsmodell gemacht haben. Und da war ja oftmals kein pädagogischer Anspruch hinter diesen Aufenthalten. Da ging es nur um eins, das Kind sollte am Ende mehr Kilos auf den Rippen haben, als das vorher der Fall war. Und darum wurde ihnen das Essen reingestopft und ansonsten sollten die Kinder spuren. Und das ist natürlich ein Umgang, der schon damals, also der Begriff schwarze Pädagogik fällt ja öfter, der schon damals vollkommen unangemessen war
Und ja, es hat keiner anscheinend so richtig hingeguckt oder wollte vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was mit den Kindern da passiert. Meinen Eltern wurde das so schmackhaft gemacht, der Junge muss mal an die frische Luft, der Junge kann mal so eine Art Kinderlandverschickung, wie es früher hieß, ganz gut gebrauchen, der kann quasi auf Staatskosten mal 6 Wochen Urlaub machen. Mit diesem Gefühl haben meine Eltern, so wie viele andere Eltern, ihre Kinder zu einer 6-wöchigen Kur verschickt. Die Briefe und die Postkarten, die wir dann nach Hause geschrieben haben, waren natürlich alle zensiert. Das heißt, sie wurden uns zum Teil sogar diktiert. Briefe durften niemals verschlossen werden. Wenn ein Kind sich wirklich mal getraut hat zu schreiben, mir gefällt es hier nicht, hol mich hier raus, ich will nach Hause, wurden diese Briefe vor den Augen der Kinder zerrissen. Und sie mussten dann neu geschrieben werden oder in dieser Woche durfte gar kein Brief geschrieben werden. Also mir dreht sich da der Magen um, wenn ich da vieles von höre. Und es ist vor allen Dingen auch bei mir ein gewisses Schamgefühl, dass ich davon eigentlich nichts wusste. Also dass eigentlich unsere gesamte Gesellschaft dieses Thema erst jetzt so langsam beginnt aufzuarbeiten und dass viele Menschen auch im persönlichen Umfeld mit diesen Erfahrungen rumlaufen, durchs Leben gehen, ohne sich überhaupt jemandem anvertrauen zu können. Das macht die Dramatik irgendwie noch mal stärker bewusst. Die Initiative Verschickungskinder fordert von den ehemaligen Verantwortlichen, aber heute natürlich auch von Politikern und Politikerinnen aller Parteien, die Anerkennung des erlebten Leides, aber auch Unterstützung bei der Aufarbeitung. Ja, wenn wir uns in der Gruppe so mit unseren Erlebnissen auseinandersetzen, dann ist uns eben auch deutlich geworden, wie wichtig es ist, mit Kindern, gerade mit kleinen Kindern, da sensibel umzugehen und auch heute für ja, so Mängel im System da so einen Blick zu entwickeln, damit das möglichst nicht wieder passiert. Wir sind als Initiative Verschickungskinder der SPD-Fraktion natürlich enorm dankbar, was sie jetzt auf den Weg gebracht hat und dass sie die Möglichkeit nutzt, unser Thema in den Düsseldorfer Landtag zu bringen und darüber hinaus auch für eine wirklich multimediale Verbreitung unseres Themas zu sorgen.